Sollen wir einfach was verkaufen? Ja, wir pass mal auf. Ich würde jetzt vorschlagen, wir versuchen uns irgendwie diese 40, 5, diese 44 da zusammen zu glauben. Okay. Soll ich mal? Ja. Ah, guck mal, fast. 35. Soll ich probieren? Ja. Ah, 36. Wenn ich jetzt nochmal mache, dann wird er stinkig. Dann schmeißt er uns raus. Was ist denn mit wenn jetzt noch ein Eisen drauf kommt? Ja, komm, ich tue das Eisen noch drauf. Und dafür noch ein Zehner? Komm. Noch einen? Ich habe Angst, dass der dann uns... Nee, wenn er nicht mehr mit uns handelt, sind wir im Arsch, ne? Komm, aha. Puh. Ah, ist da, das ging. Ist annehmbar, okay. Annehmbar. Akzeptabel. So. Okay. Jetzt können wir hier... So, jetzt haben wir wenigstens einen Sprung. Toll. Aber das Problem ist... Guck mal, wir haben noch zwei Credit. Das Problem ist, egal wohin wir springen, wir sind jetzt am Arsch. Nein, es wird alles gut. Ja, ist alles gut. Wird super. Okay. So, und nun? Wir haben natürlich auch noch einen gewissen EM-Tank. Wir hätten also noch einen Sprung. Ach so, stimmt. An den habe ich gar nicht mehr gedacht. Ja. Da haben wir nicht nur noch einen Sprung, da haben wir alles. Wie alles? Ja, der wird, guck mal. Komplette Füllung. Ja, das sind vier Sprünge. Das ist aber lieb, dass die uns sowas gegeben haben. Ja, sollen wir es benutzen? Ich halte das für keine so gute Idee, aber ich würde es ganz ehrlich, in einem Moment der Verzweiflung am Ende dieser Reise würde ich vielleicht einmal probieren. So. Oh Gott. Wir werden so am Arsch sein. Ich glaube, dann werden alle infiziert. Ich weiß gar nicht, ob wir diesen infizierten Tank benutzen sollten. Ganz ehrlich, die schenken uns einfach eine Viererfüllung von diesem Zeug. Das ist einfach so offensichtlich, dass wir alle am Arsch sein werden. Dann. Alle. So. Mitsurani, Freundschiff. Guck mal, aber da hinten, da unten... Hä? Friendship? Habt ihr als Freundschiff übersetzt? Ja. Das ist süß. Entschuldigung. Aber nee, wie gesagt, das Deutsch kriegt ja noch einen Feinschliff. Das ist ja mal... Nein. Nee, ach so, gut. Der ist gut. Irgendeine Pflanze. Ja. Könnten wir auch ansprechen. Können da drüben könnte es exotische Materie geben, habe ich im Gefühl. Wo denn? Hier, sagt sie gerade bei dem Planeten da. Oh. Nicht? Doch. Du fliegst aber gerade in Richtung Lila, ne? Ja, ich dachte, wir gucken da mal. Ja, da ist irgendwas Spezielles. Ja, Freundschiff kommt hinterher. Oh, oh. Nee, der fliegt da, aber der lässt uns in Ruhe, glaube ich. Freundschiff. Das finde ich irgendwie süß. Friendship. So. Warte, warte. Naja, es ist ja das. Also, kann man so oder so sehen. Ja, das stimmt, das stimmt. Oh, ein Wrack. Oh nein, ein Wrack. Wieso genau sagst du oh nein? Nix. Alles gut. Das ist super. Soll ich da mal docken? Ja. Guck mal, das ist ein altes Wrack. Da finden wir bestimmt was ganz Tolles, was wir brauchen. Wie zum Beispiel... Können wir vielleicht über Funk erstmal checken, ob jemand lebt? Nee, geht kein Funk hier. Ich dock mal an. Du hast oh nein gesagt. Nein, das war nicht so gemeint. Und wer... Oh, Zoe geht rein. Sie verlassen aus, die Schiffshülle scheint noch zu halten. Soll ich weiter reingehen? Ja, klar. Hab den Frachtraum gefunden. Jackpot. Sieht nach wertvoller Fracht aus. Oh. Um auf Gewarte geborgen zu werden. Gluckt-Güter. Gut gegen Scanner abgeschirmt. Soll ich mal die nehmen oder nicht nehmen? Ja, klar. Ganz schön schwer. Nicht einfach den Frachtraum. Also geschafft, geh wieder an Bord. Hast du gerade oh nein gesagt? Nein, alles super. Ich sag nicht dauernd oh nein, du glaubst das nur. Ach so. So, guck mal, wir haben was gefunden. Sollen wir aufmachen? Oh, Alter, jetzt fängt das wieder an. Oh! Ja, natürlich machst du die auf. Ja, ich mach die auf. Ah, hier, okay, warte, wir mit dem Weinkollektor, den installieren wir noch. Achso, den installieren wir natürlich. Okay, ihr könnt ja schon mal sagen, machen wir ihn auf oder nicht? Ja oder nein? Okay, im Landemodul haben wir den jetzt nämlich. Und ich weiß genau, was passiert. Ach, da. So, und machen wir den auf? Wir sollten sie nicht öffnen, aber wir könnten, oder? Sie wird jetzt uns öffnen, wir sie. Bei geschlossenen Kisten habe ich immer das Bedürfnis, sie zu öffnen. Ja, 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 ja. Kiste insulten. Ey, wir geben viel Freiheit, aber da mit Kisten reden haben wir nicht eingebaut. Tja. Wer soll sie denn aufmachen? Das ist ja die nächste Frage. Alles klar. Ich weiß, wer? Wer? Es muss doch auch mal was Gutes passieren in diesem Spiel. Es passieren doch immer gute Sachen. Wir kommen nach Hause, bestimmt. Ja, tot. Weil unsere Leichen vielleicht in Richtung Erde treiben aus Versehen. Kommen die 3 Milliarden Jahren an. So, wen lassen wir es aufmachen? Also hier, guck mal, sie gehört uns, öffnen wir sie. Was wir sollen sie nicht öffnen, aber wir können. Oder bei geschlossenen Kisten habe ich immer das Bedürfnis, sie zu öffnen. Was hat denn der Kollege oben? Was macht denn der beruflich? Der Mann ist theoretischer Physiker. Ah, ist klar, der öffnet. Ja? Ja, Schrödingers Kiste, man weiß nie, was drin ist. Okay.
großer EM-Kanister. Ja, Alter. Leck mich am Arsch. Alter, ja, das leck mich am Arsch. Das war jetzt echt Zufall. Hat er einen Tentakel dran? Nein. So, aber guck mal, der Große füllt uns voll auf. Das machen wir jetzt nicht. Okay, wir verbrauchen erstmal noch einen. Genau, wir verbrauchen noch einen, dann kriegen wir einen mehr. Ah ja, nice! Alter, das war aber jetzt sehr gut. So, von wegen, in dem Spiel passiert nichts Gutes. Weil du wieder so dreckig gelacht hast. Das hätte auch was anderes passiert. Oh, warte, es ist ja noch nicht vorbei. Was? Ja, nicht. Willst du mich verarschen? Nein, nein, pass auf, ich bin gespannt. Jetzt hoffe ich ein bisschen. Ach, bitte nicht. Alter, warte. Wir haben einmal eine gute Sache. Wir haben noch eine gute Sache, ist doch super. Ja, aber wenn du sagst, es ist noch nicht vorbei, heißt das, dass irgendjemand das gehört und sagt... Hm? Was meinst du? Warte, da kommt gleich wieder einer, aber das ist... Guck mal, der fliegt da nur rum. Wer ist das? Warum folgst du dem auch noch? Ich guck nur mal. Guck mal, wir wissen nicht, welcher das ist. Das ist eine Rasse. Du legst es doch drauf an. Das ist eine Rasse, die wir noch nicht kennen. Soll ich den mal ansprechen? Wie er es drauf anlegt, einfach. Ja, mach es halt. Nein, ich muss ja nicht. Boah, du bist so bösartig. Du bist einfach so ein bösartiger Mann. Der ist weggesprungen, der ist weggesprungen. So, also. Ja. Wir waren noch nicht auf dem, da ist noch ein Planet, wo wir hin können. Mhm. Oder wir können weiterspringen. Darfst du sagen. Wir gucken uns einmal den Planet an, wenn wir eh schon mal hier sind, oder? Okay. Ja, der Länder müssen wir ein bisschen, gucken wir gleich mal, wie schwierig der ist zu landen. Wir können auch in den Gasplaneten reinfliegen. Ja. Und dann da in die Atmosphäre quasi rein. Ach cool, aber das ist extrem schwierig. Der hier sieht doch gut aus, oder? Ja. Da kommt auch gleich wieder einer zu Besuch. Ach, ist er. Einer von denen. Ist aber trotzdem einer, den wir noch nicht getroffen haben. Geringes Risiko. Gravitation sehr hoch. Oh. Aber Lebensform nichts. Silikate brauchen wir nicht, oder? Gewöhnlich. Nee, ich würde auch jetzt das Risiko eher nicht eingehen wollen. Weil Gravitation sehr hoch ist schon scheiße und... Ach nee, der Spritverbrauch ist beim Drillen. Ah. Oh nein. Als Feinde, warum? Das Mizurani... Auf dem Planeten gestürzt? Die wir gerade besucht haben? Was? Die haben sich gerade hier auf den Planeten gestürzt. Deswegen liegt da jetzt auf einmal ein Struktur. Das habe ich gerade gesehen. Strukturenwrack. Und überall ist das grüne Zeug. Ja, dummerweise gehört der Planet anscheinend. Aber da können wir doch nichts für. Den Wein. Und die denken, dass wir schuld waren. Warum? Wir haben doch nichts gemacht. Ja, ich möchte da jetzt nicht mehr landen. Ist einfach so ein Arschlochspiel. Willst du noch landen? Nein. Ich will da nicht mehr landen. Was ist denn mit denen? Sollen wir springen? Die sind zufällig auf den Planeten gestürzt. Alter! Ich weiß nicht, was das für ein Durchlauf ist. Das ist das Chaos pur. Hast du nicht gesagt, in den letzten 2 Monaten läuft alles kacke? Ja, ja! Dein Ziel auch. Toll, danke. Ich spring jetzt. Alter, was ist denn hier los? Ja, ja, spring noch einmal den Planeten rein. Nein. Nein, wird alles gut. Oh. Alter, ist doch noch nicht wahr, Alter. Ist doch nicht wahr. Ey, das ist der beste Seed jemals. Ohne Scheiß. Ich weiß nicht. Ja, das Spiel kann auch ein bisschen anders laufen als das. Aber das ist super. Das ist einfach so von einer Demütigung in die nächste, weißt du? So. Guck mal, wir kennen gar kein Gate, was hier rausgeht. Also hier muss irgendwo noch eine Rasse sein, die wir nicht kennen. Oh, guck mal da. Modreza? Da, guck mal, da ist das. Das ist Lila, ne? Da ist Lila, das ist ein Gate. Okay. Boah, Alter. Oh, hier sind viele Planeten. Mhm. Aber es ist ein Pulsar. Ich würde dich nicht hinfliegen. Also wir können einen Sprung machen, dann können wir uns auffüllen. Also alles cool. Mhm, ja. Und wir können von dem aus dahin oder wir können von dem aus dahin. Und ein Pulsar hat halt hohe Strahlung, deswegen ist das nicht so... Also, okay. Hat aber viele Sterne, ne? Und sowas? Ja, das ist halt schon echt verlockend, ne? Und auch eine ganze wenig Aluminium. Da steht normale Strahlung, steht oben. Ja, das ist aber die Beschreibung für diesen, für den Nebel hier. Okay. Ja. Roter Riese. Aber da kommen wir natürlich nicht oben lang. Wir müssen natürlich nach oben. Ja, also ich. Ja, nehmen wir den, komm, wir haben ein paar Tankfüllungen, da können wir richtig auf den Kopf hauen jetzt. Das ist doch auch cool, wir kommen dann direkt wahrscheinlich weiter in den nächsten Sektor. Und wir lernen auf jeden Fall eine neue Rasse kennen, weil wir wissen nicht, wem das Gate gehört. Ist doch super. Ja, ich kann nicht sagen, dass ich mich darauf freue, neue Rasse kennen. Es wäre doch mal schön, einen Freund kennenzulernen, so einen Freund. Ja. Mizurani, klar, wir können nicht länger eure Freunde sein. Ja, alten... So. Das ist richtig wahr, Alter. Stürzen sich erst auf den Planeten, wir werden verfeindet und dann, nö. So. Freundschiff. Also. Guck mal, ach nee. Na, ich denke, das Thema hat sie erledigt, oder? Hast du schon gesehen? Das ist aber verdammt schwierig, einen Spielverlauf durchzuspielen, wenn die im Spiel sind, die Mizurani, oder? Nee, so schwierig. Also, oh, es gibt auch ein paar... Na, verdammte Kacke.
Wir sind wieder eure Freunde. Nein! Hör auf! Lass mich in Ruhe! Ich will euch nicht mehr! Ah, die sind so furchtbar. Ich hoffe echt, wir müssen Vinzenz noch. Also, es gibt noch zwei Rassen im Spiel, die wir noch nicht getroffen haben. Ach Gott, diese stinkenden Pilze. Beleidigen. Ja? Ja, klar. Jetzt ist die Chance. Okay. Mizurani nicht wollen Böses, Mizurani wollen nur leben und Mizurani wollen fressen und Mizurani wollen ausbreiten. Warum falsch von Mizurani? Ich will mich auch fressen und ausbreiten. Aber in dieser Gesellschaft gibt es dafür kein Verständnis, wenn man einfach über die Erde wächst wie ein Blob. So, was mach ich? Wir haben ihn dir beleidigt, jetzt können wir abhauen. Ja. Aber alles, wir haben alles, gemacht, was wir machen. So. Wir können ihn nur abschießen. Dann kriegen wir noch so einen festen Tank. So. Soll ich abschießen? Na ja, komm, unsere Schilde sind nicht mehr so gut, oder? Die Schilde laden immer wieder neu auf. Ich sehe. Nee, dann kämpft der. Ich will nicht kämpfen. Ja? Der andere hat nicht gekämpft, aber der ist ein bisschen größer hier, ne? Ja, der andere hat auch gekämpft. Du kannst dich nicht an die grünen Schüsse erinnern. Ah, ja, stimmt. Dann sind wir auch wieder infiziert. Ich hau mal ab, ja? Oder willst du. Das ist so schwierig, weil die sind ja echt. Ich glaube, die sind wirklich lieb und freundlich. Und die wissen es halt nicht. Ja, und die checken halt nicht, dass sie einfach ganze Welten fressen. Ja. Und alles. Leider sind die Meorkel nicht in diesem Spiel. Wir haben eine Rasse im Spiel. Ich möchte dir die noch zeigen. Wir haben eine Rasse im Spiel. Die heißen Meorkel. Und ich habe Angst. Und die haben so ganz große Bärte. Das finde ich sehr cool. Und die sind, also wenn du die auf dem Screen siehst, sind die riesengroß, ne? Mhm. Wenn du die an Bord hast, dann sind die ungefähr so groß. Die tun so, als wären sie halt voll fett. Haben die Kamera immer ganz speziell hin und haben auch immer ihre ganzen coolen Sachen so hinter sich. Mhm. Man könnte böse sagen, das sind so YouTuber, die so ein bisschen tun, als ob sie... Entschuldigung. So, aber das Geile an denen ist... Das Geile an denen ist, wenn du die triffst, ne, und die dir eine Frage stellen, dann kannst du nur mit Ja oder Ja beantworten, weil die beeinflussen dein Gehirn und du kannst dann nicht Nein sagen zu denen. Alter, wie mies! Die sind super. Wie mies! Und das Coole ist, die halten sich selber für die Könige des Weltalls, der ganzen Galaxie, weil sie denken, dass sie weise sind, weil ja immer alle machen, was sie wollen. Ja? Die wissen nämlich selber nicht, dass sie die anderen alle nur beeinflussen. Ja. Ich hätte gehofft, dass wir die drin haben. Dann hätten wir an einer Exotic Pet Show dran teilnehmen können. Ganz ehrlich, es würde mich nicht wundern, wenn die gleich um die Ecke kommen. Nee, ich glaube nicht. Also ich vermute, dass wir noch zwei Rassen, also wir haben zwei Rassen noch nicht gesehen. Mhm. Und wenn wir die eine sehen, dann kläre ich auch was auf, ein bisschen so vielleicht. Erik benutzt denselben Trick. Was? Ich bin gar nicht 1,90. Ach so. Ich hab die Kamera nur gut eingestellt. So, ich spring mal. Ach so, jetzt wollten wir den Tank verwenden. Genau. So. Bam! Nice, das gefällt mir sehr gut. Guck mal, das ist doch ein super Spiel. Ist alles positiv. Das war jetzt wirklich aber so viel Glück im Unglück einfach nur. Das war schon unverschämt von uns. Wir werden auf jeden Fall dafür bestraft werden. Das ist mir schon klar. Das Spiel gibt dir so den kleinen Finger und mit der anderen Hand haut es dir so in die Fresse einfach. Also zum Gate oder noch woanders hin vorher? Lohnt sich nicht, oder? Guck mal, ich würde einfach versuchen, weiterzukommen. Wir haben echt schon was geschafft. Cool. Wir sind also durch zwei Nebel durch von... Mhm. Von denen hier, wo wir noch durch müssen. Oh Gott. Läuft doch. Oh Gott. Mehrere Saves sind wohl nicht geplant, aka wenn mehr als eine Person am Rechner spielen will. Eine interessante Frage. Warte mal, wie ist denn das? Wenn du mit mehreren Leuten am einen Rechner spielst, hast du ja unterschiedliche Accounts, ne? Ja, kann sein, weiß ich nicht. Also wenn du natürlich alle über einen Account spielst, spielen sie natürlich alle dasselbe. Was ist denn mit den Mozzarellas eigentlich los immer? Ja, die haben ändern die ihre Meinung. Die haben echt so ein paar Issues. Ja. So, wir können ja an dem Planeten... Was ist da? Da hat uns jemand abgefangen. Den bestimmt diese kleine Lebensform. Mal gucken. Nee, es war nicht mit den Bärten. Nee, das wär wirklich geil. Oh, nee. Was ist das denn? Voll das Schmuckkästchen. Was ist das denn? Irgendwie schön, aber gruselig. Logos-Schlichter. Kinder, nur eine kleine Warnung. Dr. Scooch von den Kshar hat im Zuge ihrer sogenannten wissenschaftlichen Experimente Völkermord begangen. Das ist so geil. Das ist der Hammer. Sie wurde in diesem Gebiet gesichtet.
dieser Flüchtigen Unterschlupf zu gewähren, wird als Zuwiderhandlung gegen die besten Interessen dieser Galaxie gewertet. Das war alles. Bitte haltet euch bereit für einen Scan nach Schmuggelware und möglicher Infizierung eures Schiffs. Warum, was ist mit denen? Mit den Logos Schlichter? Was ist mit denen jetzt wieder? Was ist mit denen? Warum hast du gerade gesagt, der Seed ist der Hammer? Weil. Ja, das ist cool. Doktor, ist das schon wieder so ein Happening? Dr. Scooch. Das sind. Ja, das ist es. Oh, okay. Was mach ich jetzt? Also, wollen wir uns scannen lassen? Wir haben ja keine Schmuggelware. Wir haben nichts, oder? Okay. Scan-Vorgang läuft. Illegale Substanzen entdeckt. Bitte übergebt sie für die Säuberung. Oh ja, klar. Oder? EM kann jetzt da ganz ehrlich, wir würden ihn nicht ver... Oder? Du willst ihn jetzt ehrlich behalten? Nee, ich will den nicht behalten. Ja, dann gib doch hin. Okay. Du liebe Güte, Kinder, Daten eures Schiffs zeigen an, dass ihr während eurer Reisen die mit Zurani-Seuche verbreitet habt. Zum Wohle der Galaxie werden wir eurem Schiff ein Gerät installieren, das dabei hilft, sich zu übertreiben und gleichzeitig eure Bewegung in unserer Galaxie nachverfolgt. Bitte bestätigt, dass ihr mit diesem Verfahren einverstanden seid. Schmerzhaft schrille Töne zum Vertreiben der Mitsurani. Hast du den Namen des Geräts gelesen? Oh, ich liebe das Ding. Das Celine Dion-Gerät, Alter. Alter, das Spiel ist einfach so böse. Das ist so böse, das Spiel. Oh. Ich nehme das mal an, ne? Ja, klar. Alter, willst du. Guck mal, jetzt sind die mit Zurani übrigens unsere Feinde, weil wir das. Wir sind dankbar für eure Kooperation, Kinder. Bitte beachtet, dass das Gerät an euren Energienetz angekoppelt ist. Ein Versuch, es zu entfernen, wäre nicht ratsam. Ist aber auch nicht ganz sauber, die Jungs, ne? So von wegen, die checken ja auch immer, wo wir sind und alles. Ach, echt jetzt? Ja, ja, das ist nicht ganz sauber. Egal. Ja, okay. Die haben uns quasi schöne Technologie verkauft, um uns zu tracken. Das ist so, wie Leute 800 Euro für ein iPhone ausgeben. So, willst du mal mit denen reden? Ja. Entschuldigung, mach du mal gerade, ich huste mich mal aus. Oder fragen selbst einfach ein bisschen, oder? Ja. Finde ich aber sehr spannend. Meine Pflicht lautet, diesen Sektor vor der Mitsurani-Seuche sowie Schmuggelware zu schützen, die wieder der Natur des geordneten Universums ist. Brave Kinder haben nichts zu befürchten. Das ist doch ein Orwell, oder was? Ist das Herr Orwell? Was denn? Oh Gott, ey, ist das super. Also das war jetzt, also dieser Stream heute waren 2,5 Jahre Arbeit schon wert, finde ich. Alter Schwede. Ich meine, ganz ehrlich, wir sind jetzt gerade, wir haben diese Reise gerade angefangen. Ja. Was soll da noch alles bis zur Erde passieren? Und wenn das nur 20% sind, dann habe ich Angst. Ja, ich auch. So, diese 2,5 Jahre, ne? Ja. Wie viel Drogen waren da eigentlich im Spiel? Nee, ich glaube, das war sehr drogenfrei. Wir brauchen dringend eine Pilzrasse. So. Na, so sind wir schon ungefähr vorgegangen. So, was können wir denn noch machen? Na, Pflanzen wären geil. Ja, und was machen Pflanzen? Ah ja, die wechseln ja, also es gibt ja Winter und Sommer. So, das ist schon so ein bisschen passiert. So. Mhm. Ja. Ja. Ein paar Sachen hängen halt auf eine Art und Weise zusammen, wie du sie jetzt einfach noch nicht begreifen kannst und wie ich sie auch nicht sagen möchte, weil das halt, es gibt schon ein paar Sachen, die du, die sehr, sehr, sehr stark sind, wenn du sie selber entdeckst. So. Mhm. Okay, also wenn wir jetzt den Zweig zeigen, was passiert dann? Den Zweig? Ja, passiert nichts, oder? Nicht. Keine Ahnung. Ah, ein Stück vom Wein. Alle verbunden, verknüpft durch diese Yggdrasil-Bäume. Faszinierend. Oh, nett, dass du einmal was erzählst. Guck mal, die sind noch nett. Ja, weiß ich noch nicht genau, weil der uns kontrollieren will. Der will uns ja überwachen die ganze Zeit. Deswegen, das macht mir so ein bisschen Sorge. Das ist ja wirklich immer so mit einem schönen Stück Technologie ködern. Und dahinter steckt eigentlich, dass du die ganze Zeit ausspioniert wirst. Nein. Ja, so ist ein Tiz. Oh ja, das können wir doch zeigen, oder? Und wir Logos dachten, ihr sucht eure Heimat? Seltsam, dass ihr euch in diese Nichtigkeiten hineinziehen lasst. Okay. Schlag mal was vor. Ich soll mal was vorschlagen? Ja, klar. Lass uns mal... Weiß ich nicht, lass uns mal über die Menschen sprechen. Okay. Ich weiß es auch nicht. Kinder, wir wollen euch nicht drängen, aber unsere Arbeit ist wichtig, unsere Zeit kostbar. Okay, alles klar. Ja, vergiss es, der wird jetzt keinen Lust mehr haben. Gut. Ich weiß nicht, was ich von denen halten soll, ehrlich gesagt. Echt? Die sind mir noch ein bisschen unkoscher. Okay. Aber das liegt vielleicht auch im Spiel. Ich glaube, du bist jetzt in der Stimmung, dass irgendwie, keine Ahnung, alles, was wir finden, ja, ist erstmal komisch. Da ist alles unkoscher. Alles ist gut. Alles ist alles unkoscher. Gut. So.
Oh, das, oh, das Gamepad quietscht. Ja. Quietsch. Das ist aber ein großer Planet hier. Der wird extreme Gravitation haben, befürchte ich. Oh, shit. Was ist denn da los? Ja. Hat die einmal Metastasen bekommen? Ja, die hat ja Krebs. Ah, ja. Oh, stimmt. Ja. Scheiße. Ja, auf dem Planeten möchte ich nicht landen. Okay. Guck mal, Gravitation extrem. Oh, ja, Gewitter. Tödlich. Ja, tödlich, vergiss es. So, dann auf zum Geld. Wäre cool, das zu zeigen, wenn man Safe Games hätte. Tja, das, Ah, da ist er wieder. Na, Logos.